Wir hätten auch noch einen musikalischen Tipp für Sie und deshalb habe ich jetzt auch Verstärkung im Studio. Matthias Künden ist bei uns, Gitarrist Hallo. Des Musikprojekts Nice Surprise. In Ilvesheim, jetzt müssen Sie wahrscheinlich erstmal dem Zuschauer erklären, was genau hat es eigentlich damit auf sich? Ja, was ist Gartenzaunkonzert? Was soll das sein? Ja, durch Corona gibt es ja wenig Live-Mucke. Langsam kommt wieder ein bisschen, aber die letzten drei Monate gab es gar nichts im Prinzip. Und es gibt diese Balkonkonzerte. Ich habe aber keinen Balkon, aber ich habe einen Gartenzaun. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht kann man da was machen. Und das machen wir jetzt mittlerweile schon seit Ende März. Und das immer freitags nach Möglichkeit? Das ist fast durchgehend jeden Freitag um 18 Uhr. Morgen ist es wieder soweit. Mhm. Und ja, das geht eine Stunde lang. Also soll auch nicht zu arg sein. Das ist für Nachbarn, für Freunde, für Leute, die zufällig vorbeikommen. Und das ist eine coole Sache, ja. Wer kommt denn da auf seine Kosten? Also welche Musikrichtung decken Sie ab? Alles. Also wir haben auch Freude schön der Götterfunk mitgemacht. Wir machen R&B, wir machen mein kleiner grüner Kaktus, wir machen Rock. Von wegen Balkon, ne? Aber in dem Fall müssen wir im Garten sein. Fast immer, ja. Italo, weil wir haben auch eine italienische Sängerin am Start. Wir haben wechselnde Besetzungen. Also es sind ganz verschiedene Leute dabei, dass immer was Verschiedenes ist. Und das Publikum ist auch sehr gemischt. Wechselnde Besetzung, wie kommt das dann zustande? Also ist es dann immer volatil? Willst du mitmachen? Kannst du mitmachen? Ja, so ungefähr. Ich bin in meinem Checken. Also wir sind eine große Musik-Community, kann man sagen, so in Ilvesheim, Seckenheim. Da gibt es in Seckenheim gibt's einen Palü-Keller, vielleicht kennt es der eine oder andere, Badischer Hof. Und da haben wir uns so kennengelernt. Das sind so 20, 30 Leute mittlerweile oder noch mehr. Und da kennt immer noch einer jemand, der doch noch ein Lied kann und noch mal Bass spielt oder trommelt oder weiß der Geier was. Und, ja. Generieren Sie damit auch Einnahmen? Ich meine, das ist natürlich auch so ein Punkt jetzt gerade in der Corona-Pause. Künstler, die da haben ja wirklich. Ja, wir haben das am Anfang ganz for free gemacht, weil wir dachten, naja, wir machen das so und wir hocken uns dahin und machen den Leuten eine Freude. Und ich fand es aber schön, dass Publikum auf uns zukam und nicht wir, sondern die kamen und sagt, stell doch einen Hut hin, wir schmeißen was rein. Mhm. Und das fand ich ziemlich cool, weil nicht die Haltung da war, so nach dem Motto, ich zahle nichts oder so, ist ja for free. Wir kriegen, ja, die schmeißen Zehner rein oder wir kriegen eine Flasche Wein, Blumenstrauß und es ist toll. Wie geht es damit jetzt weiter? Ja, da sind wir jetzt gerade dran, das ein bisschen größer zu machen, was Corona zulässt. Wir sind da, naja, so viel kann ich noch nicht verraten, also das wird ja mal aufhören, die Gartenzaun-Sachen. Aber morgen ja auf jeden Fall noch nicht. Ja, morgen ist ja noch, vorbeikommen. Machen wir noch. Und dann hoffen wir, dass wir zum Beispiel vielleicht im Beachclub mal was machen können. Also draußen auf jeden Fall Open Air. Bei dem Wetter passt ja und mit Corona sowieso auch. Wenn jetzt morgen zu viele Leute sagen würden, da komme ich vorbei, wie ist es denn da in Sachen Platz? Also wir haben aktuell so pro Veranstaltung 50, 60 Leute auf dem Platz. Wir Musiker sind hinterm Gartenzaun, also die Kernband, so mit 2-3 Meter Abstand. Davor ist ein Parkplatz, da verteilt sich schon mal. Und es ist eine große Kreuzung. Nachbarn sind im Balkon, hinter am Gartenzaun. Und da, ich kenne schon die Leute, wenn ich draußen stimme, steht schon oben einer auf dem Balkon. Verteilt sich unheimlich. Mhm. Wir hätten theoretisch Platz für 100, aber 50, 60 ist super. Wunderbar. Also auch eine schöne Aktion musikalisch. Matthias Köhn, haben Sie vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Und toi, toi, toi für morgen.